Hey, liebe Kinder, wie entsteht eigentlich ein Vulkan? Da bahnt sich so rote, heiße Lava einen Weg nach oben, aber wo kommt die eigentlich her? Die kommt aus dem Erdmantel. Manchmal herrscht da so ein hoher Druck und so hohe Temperaturen, dass das Gestein schmilzt. Und dieses flüssige Magma kann sich manchmal auch einen Weg nach oben bahnen, wenn da so Lücken sind zwischen dem Gestein und der Erdkruste. Und wenn es dann nach oben kommt, dann ist ein Vulkan entstanden. In Deutschland gibt es zurzeit nur schlafende Vulkane. Der letzte Vulkanausbruch, der war vor 11.000 bis 13.000 Jahren und es ist auch erstmal keiner zu erwarten. Ein Glück, denn ganz ungefährlich ist das ja nicht. Die Lava, die ist so zwischen 500 und 1000 und manchmal über 1000 Grad Celsius heiß. Aber wir können uns einen ganz ungefährlichen kleinen Vulkan auch selber bauen aus Knete und lassen den mit Backpulver ausbrechen. Für den Vulkan brauchst du erstmal so 2 bis 3 Stangen Knete. Für die Lava brauchst du Backpulver. Für die rote Farbe brauchst du rote Lebensmittelfarbe, entweder so als Pulver, gibt es aber auch so in Tuben zu kaufen im Supermarkt. Oder wenn du keine Lebensmittelfarbe hast, kannst du auch rotes Paprikapulver nehmen. Und damit die Lava so richtig schön dick wird, brauchst du auch noch Spülmittel und aufgießen wirst du das Ganze dann mit Essig. Ferner brauchst du dann noch einen Teller, um den Vulkan da abzustellen. Und wenn du hast, eine Pipette. Wenn du keine hast, ist auch nicht schlimm, dann kannst du auch einen kleinen Löffel nehmen. Und zum Formen des Vulkans brauchst du dann noch einen dicken Buntstift oder so ein Stück Holz. Zuerst müssen wir aus der Knete einen Vulkan formen. Wir können dafür ja Farben unserer Wahl nehmen. Ich nehme mal so eine Mischung aus Braun und Grün. Wir formen uns erstmal einen Berg und in den Berg müssen wir dann ein Loch bohren und das wird dann der Schlot. Das Loch können wir also mit so einem Hölzchen bohren, aber wir können auch einen dicken Stift dafür nehmen. Achtet darauf, dass der Schlot nicht ganz bis zum Teller geht. Also der Schlot, der muss natürlich unten dicht sein, ne? Weil da wollen wir ja dann gleich das Backpulver reinfüllen, sonst läuft uns die ganze Lava nämlich unten wieder raus. Die soll ja oben rauskommen. Ja, so sieht jetzt der Vulkan aus. Nochmal so von der Seite. Und der ist jetzt fertig zum Füllen. So, hier steht alles bereit. Das Backpulver-Farbstoffgemisch. Dann brauchen wir noch ein bisschen Essig in einem Glas. Die Pipette ist ganz hilfreich, ihr könnt aber auch einen Löffel dafür nehmen und noch das Spülmittel. Und dann geht es zum Befüllen des Vulkans. So, jetzt befüllen wir den Schlot mit dem Backpulver Farbstoffgemisch. Das geht am besten mit so einem Löffelstiel, sonst fällt alles daneben. Das soll ja im Vulkan losgehen und nicht davor. So, jetzt kommen noch 2 Tropfen Spülmittel hinzu. Und jetzt Essig aus der Pipette. Ich tropfe da mal so ein bisschen rauf. Dann können wir da schon mal reingucken. Wie sieht es aus? Ja, es fängt schon ganz schön an zu brodeln im Vulkan. Jetzt werden wir noch ein bisschen Essig dazu tun. Rühren nochmal. Das ist mit der Pipette ganz praktisch, dass man nochmal ein bisschen umrühren kann. Kann man aber auch mit dem Löffelstiel machen. Und dann gebe ich nochmal unten ein bisschen rein und das reicht schon aus. Und jetzt kommt da schon ein richtiger Ausbruch und die Lava wälzt sich den Berg hinab. Gebe ich nochmal ein bisschen dazu. Da kommt schon der zweite Ausbruch. Jetzt können wir sehen,
dass ein echter Vulkanausbruch auch ganz schön gefährlich sein kann, wenn da solche Lavamassen sich den Berg hinabwälzen und alles unter sich begraben. Die Lava ist ja über 1000 Grad Celsius heiß und verbrennt alles. Gut, dass unsere Lava hier nicht so heiß ist. Oh, das ist jetzt der dritte Ausbruch. Und wir sehen, so langsam neigt sich der Vulkanausbruch dem Ende zu. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Der Vulkan ist erloschen. Aber wir können das Experiment natürlich jederzeit wiederholen. Du kannst den Vulkan ganz leicht auswaschen mit Wasser, den Teller abwaschen, alles abtrocknen und dann kann es von vorne losgehen. Ja, es war's wieder im Workshop Bauphysik. Viel Spaß beim Ausprobieren und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.